Hallo und herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal. Heute schauen wir uns dein heutiges Horoskop an. Wir gehen auf den Verlauf ein und betrachten die Planetenkonstellation. Auf diesem Kanal werden täglich Horoskope und Inhalte zur Astrologie hochgeladen. Um nichts davon zu verpassen, abonniere diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Krebs, es ist wichtig, nicht davon auszugehen, dass du alle deine Probleme allein lösen kannst. Wenn du deine Sorgen mit anderen besprichst, kann das manchmal Licht in verwirrende Situationen bringen und wertvolle Erkenntnisse liefern. Zögere nicht, um Hilfe zu bitten, wenn du sie brauchst. Um Hilfe zu bitten, ist kein Zeichen von Schwäche, sondern eine Anerkennung unserer gemeinsamen Menschlichkeit und der Tatsache, dass wir alle im Leben vor Herausforderungen und Problemen stehen. Du bist nicht allein, und wenn du dich an andere wendest, kann dir das Trost und Orientierung geben. Deine Fähigkeit, verschiedene Aktivitäten in deinen Zeitplan einzubauen, ist beeindruckend, wenn du dich auf eine Aufgabe konzentrierst. Auch wenn du nicht so weit gehen willst, wie Rocky rohe Eier zu trinken, bevor du die Stufen zum Philadelphia Art Museum hinaufläufst, kannst du kleinere Schritte unternehmen, um die Einflüsse der aktuellen Planetenausrichtung zu bewältigen. Ziehe in Erwägung, eine Stunde früher aufzustehen, um vor der Arbeit zu joggen oder andere Möglichkeiten zu finden, körperliche Aktivitäten zu integrieren, die zu deinen Interessen und deinem Lebensstil passen. Fühle dich ermächtigt, die Rolle eines Pioniers zu übernehmen und dich in unerforschte Gebiete zu wagen. Wenn du mutig bist und mit Vertrauen statt mit Angst handelst, wirst du Unterstützung und Belohnung für deine Bemühungen finden. Deine innovativen Ideen können einen großen Einfluss auf dein Umfeld haben, also scheue dich nicht, sie bei Bedarf mitzuteilen. Wenn es um eine bestimmte Person in deinem Leben und ihre Gefühle dir gegenüber geht, bist du vielleicht unsicher und verwirrt. Die astrale Konfiguration deutet darauf hin, dass sich die Situation ständig zu ändern scheint und du dich unsicher fühlst. Für jemanden, der Sicherheit schätzt, kann diese Unsicherheit eine Herausforderung sein. Es kann notwendig sein, ein offenes und ehrliches Gespräch mit der Person zu führen, indem du deine Gefühle ausdrückst und die Schwierigkeiten der Situation ansprichst. Während du durch die kosmischen Strömungen navigierst, wirst du einer tiefgreifenden emotionalen Prüfung begegnen, die den Schlüssel zu deinem persönlichen Wachstum und deiner spirituellen Entwicklung enthält. Nimm diese Gelegenheit mit offenem Herzen an, denn in den Tiefen dieser Herausforderung liegt eine transformative Kraft, die darauf wartet, freigesetzt zu werden. Vertraue auf deine angeborene Stärke und Intuition, die dich auf deinem Weg durch das Labyrinth der Gefühle leiten werden. Denke daran, dass sich das Universum zu deinen Gunsten verschworen hat. Wenn du diese emotionale Prüfung meisterst, wirst du als ein erleuchteteres und stärkeres Wesen hervorgehen, das bereit ist, die grenzenlosen Wunder zu erleben, die auf deiner himmlischen Reise vor dir liegen. Heute kann die Kommunikation unkonventionelle Formen annehmen, da die Gedanken eher durch Stimmungen und Gefühle als durch strenge Logik ausgedrückt werden. Vielleicht möchtest du, dass andere deine unausgesprochenen Worte verstehen, was zu Konflikten führen kann, wenn du das Gefühl hast, dass deine Gefühle nicht vollständig gehört oder anerkannt werden. Zu lernen, deine Gefühle anzunehmen und deine persönlichen Wahrheiten ehrlich und authentisch auszusprechen, wird eine Herausforderung sein, aber es ist ein notwendiger Schritt, um echte Verbindungen und gegenseitiges Verständnis mit anderen zu fördern. Abschließend möchte ich sagen, dass du, Krebs, nicht zögern solltest, dir Unterstützung und Rat von anderen zu holen, wenn du vor Herausforderungen stehst. Deine Fähigkeit, Aktivitäten in deinen Zeitplan einzubauen, kann dir helfen, die planetarischen Einflüsse effektiv zu bewältigen. Sei mutig und innovativ, wenn du dich auf neues Terrain wagst. Sprich Unsicherheiten in deinen Beziehungen durch offene Kommunikation an. Nimm emotionale Prüfungen als Chance für Wachstum und Ermächtigung wahr und vertraue auf deine innere Stärke und Intuition.
Indem du authentisch kommunizierst, wirst du tiefere Verbindungen aufbauen und dich auf eine erfüllende himmlische Reise der Selbstentdeckung und Erleuchtung begeben. Wenn dich die ermutigenden Botschaften in unseren täglichen Horoskopen ansprechen, laden wir dich herzlich ein, unseren Kanal zu abonnieren und Teil unserer Gemeinschaft zu werden. Durch das Abonnieren unseres Kanals verpasst du nie wieder die kosmischen Ratschläge, die deinen Tag erhellen und dich auf dem Weg zur Größe inspirieren können. Zeige deine Wertschätzung für die positive Energie, die wir in dein Leben bringen möchten, indem du einen Daumen hoch drückst. Dein Interesse beflügelt nicht nur unsere Leidenschaft, sondern ermöglicht es uns auch, die kosmische Weisheit an andere weiterzugeben, die sie brauchen. Wir freuen uns außerdem sehr, von dir zu hören. Hinterlasse uns einen Kommentar und lass uns wissen, wie die Sterne dich heute leiten. Gemeinsam können wir diese kraftvolle kosmische Verbindung nutzen, um die Welt mit Positivität und Liebe zu erhellen. Danke, dass du ein Teil unserer himmlischen Reise bist. Nun ziehen wir zwei Tarotkarten und gehen auf die Bedeutung für den Tag ein. Der König der Stäbe steht für Führung, Leidenschaft und Visionen. Diese Karte deutet darauf hin, dass du heute Eigenschaften wie Selbstvertrauen, Kreativität und Durchsetzungsvermögen verkörpern kannst. Sie steht für eine Zeit, in der du die Verantwortung übernimmst, andere inspirierst und deine Ziele mit Begeisterung verfolgst. Der König der Stäbe ermutigt dich dazu, deine innere Kraft anzuzapfen und deine Führungsqualitäten zu nutzen. Er erinnert dich daran, mutig, selbstbewusst und visionär zu sein, wenn es um deine Ziele geht. Diese Karte lädt dich dazu ein, deine Leidenschaft zu kanalisieren und entschlossen zu handeln, um deine Wünsche zu verwirklichen. Neben dem König der Stäbe haben wir den Buben der Münzen. Diese Karte steht für Neuanfänge, Sachlichkeit und einen Fokus auf materielle Dinge. Sie steht für eine Zeit des Lernens, der Neugier und des Wachstumspotenzials in den Bereichen Finanzen, Karriere oder praktische Fähigkeiten. Der Bube der Münzen lädt dich dazu ein, neue Möglichkeiten mit Neugier und Lernbereitschaft anzugehen. Sie erinnert dich daran, in materiellen Angelegenheiten praktisch und bodenständig zu sein. Diese Karte steht für eine Zeit, in der du ein solides Fundament für zukünftigen Erfolg legst und dich auf die Reise des Wachstums und der Entwicklung begibst. Der König der Stäbe und der Bube der Münzen bilden zusammen eine kraftvolle Kombination für diesen Tag. Der König der Stäbe betont Führung und Leidenschaft, während der Bube der Münzen die praktischen und bodenständigen Aspekte des Wachstums hervorhebt. Mach dir heute die Energie des Stachelkönigs zu eigen, indem du mit Zuversicht und Enthusiasmus in deine Führungsrolle schlüpfst. Übernimm die Verantwortung für deine Ziele und inspiriere andere durch deine Vision. Kanalisiere deine Leidenschaft und handle entschlossen, um deine Ziele zu erreichen. Verkörpere gleichzeitig die Energie der Bube der Münzen, indem du mit Neugierde und praktischem Denken an neue Möglichkeiten herangehst. Sei bereit, zu lernen und deine Fähigkeiten in den Bereichen Finanzen, Karriere oder praktische Angelegenheiten auszubauen. Konzentriere dich darauf, eine solide Grundlage für deinen zukünftigen Erfolg zu schaffen. Diese Deutung bedeutet einen Tag der Führung, der Praxisnähe und des Wachstumspotenzials. Mache dir die Energie des Königs der Stäbe zu eigen, indem du Zuversicht und Leidenschaft in deinen Bestrebungen zeigst. Nutze die transformativen Qualitäten des Buben der Münzen, indem du neue Chancen mit einer praktischen Denkweise angehst. Denke daran, mit Begeisterung zu führen und andere durch deine Vision zu inspirieren. Bleibe geerdet und konzentriere dich auf die praktischen Aspekte des Wachstums. Wenn du die Qualitäten des Königs der Stäbe und der Bube der Münzen kombinierst, kannst du zielstrebig und praktisch durch den Tag gehen und das Potenzial für erfolgreiche Ergebnisse in deinen Unternehmungen nutzen.